Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Full Face Only Using für dich und heute geht es um die Marke BH Cosmetics. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich möchte gerne neue Produkte ausprobieren. Zum einen habe ich hier aus dieser Paradise Collection mir den Primer und das Fixing Spray geholt. Dann habe ich hier die Mrs. Bella Kollektion mir geholt, natürlich, musste sein. Und werde jetzt die Produkte auch mit euch zusammen in einer First Impression testen. Manche Produkte habe ich aber tatsächlich schon da gehabt. Und selbstverständlich werde ich nur BH Cosmetics Pinsel verwenden. Denn ich liebe die BH Cosmetics Pinsel. Das sind für mich die besten Pinsel, die es gibt. Zusammen mit den Luvia Pinseln sind das für mich auch meine Lieblingspinsel, die ich auch, wenn ich Pinsel kaufe, am liebsten kaufe und verwende. Ich weiß nicht, allein weil die Form so geil ist, weil die zu fast jeder Limited Edition von irgendwelchen Lidschattenpaletten auch eigene Pinsel rausbringen. Ich stehe drauf. Okay, ich starte jetzt einfach mal mit dem Paradise Prime Primer, der Hydrating Face Primer. Prime. Ja, der soll halt in dem Sinne das Gesicht hydratisieren, also Feuchtigkeit spenden. Es gibt in dieser Kollektion auch noch verschiedene andere. Genau, aber ich habe mich halt für den Hydratisierenden entschieden. Und ja, man hätte auch den Glow Primer nehmen können, aber nö. Mir ist Hydratisierung einfach wichtiger. Der kommt in so einer Tube. Übrigens wird es in diesem Video auch eine Verlosung geben. Steht aber, glaube ich, auch im Titel. Genau, der ist halt noch ganz neu. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der hier so rauskommt. Oh Gott, das sieht aus. Das sieht witzig aus. Das ist so ein durchsichtiges Gel. Das sieht ja witzig aus. Ich hoffe, dass der nicht zu sehr... Weil irgendwo hatte ich was mit Kokos gelesen. Ich hoffe, dass er nicht zu sehr nach Kokos riecht. Der fühlt sich auf der Haut jetzt an wie ein Kokos. Wie ein Silikonprimer. Und das kenne ich so von hydratisierenden Primern eher weniger. Ich setze mir mal eben kurz noch meinen Haarreif auf. Weil wer weiß. Also, das war jetzt interessant. Bei Silikonprimern habe ich manchmal ein bisschen das Problem, dass meine Haut dann krümelt oder dass der Primer an sich krümelt. Ich hoffe, dass er das nicht tut. Super merkwürdiges Gefühl, wenn man sich einen hydratisierenden Primer aufgibt, dass man dann ein silikoniges Gefühl danach bekommt, oder? Aber ich habe jetzt kein Krümeln oder so im Gesicht. Es ist alles erstmal so weit so gut, aber es fühlt sich jetzt nicht irgendwie kühlend oder feuchtigkeitsspendend oder so an. Es ist, ja, wie ein Silikonprimer, als hätte ich jetzt einfach meine Poren verfeinert, aber das wollte ich ja gar nicht. Egal, wir gucken jetzt einfach mal weiter, wie er zum Beispiel mit der Foundation funktioniert. Da habe ich die BH Liquid Foundation Naturally Flawless und ich habe die Farbe 201 Ivory. Die Foundation kommt mit einem Pumpspender und die ist relativ dickflüssig. Die werde ich mir jetzt tatsächlich mit dem einzigen Nicht-BH Cosmetics Produkt hier einarbeiten und zwar mit einem Ember-Schwämmchen. Die Foundation-Farbe ist jetzt natürlich ein bisschen hell, wie man sieht. Da sehe ich ein bisschen geistermäßig aus. Aber das ist nicht schlimm, denn nachher kommen ja auch noch andere Produkte mit auf die Haut. Vor allem im Display sieht das jetzt super hell aus. Aber ich bin halt super hell und die meiste Zeit des Jahres passt diese Farbe bei mir halt echt extrem gut. Und ja, nur für die Zeit, wo ich minimal gebräunt bin, mir eine andere Foundation-Farbe zu holen, sehe ich halt irgendwo nicht ein. Und wenn man das halt so in Konstellation mit dem Hals sieht, passt es halt auch schon wieder. Die Konsistenz von der Foundation ist halt relativ pastig, cremig. Das ist nicht so flüssig, wie man sich das normalerweise vorstellt, aber sie macht ein richtig tolles Ergebnis. Die hat eine semi-starke Deckkraft, also ja, ich würde es schon als mittlere Deckkraft bezeichnen, was die so schafft, wenn man die in einer Schicht aufträgt. Man kann die aber auch super aufbauen, wenn man ein bisschen mehr auf Full Coverage steht oder auf mehr Deckkraft auf dem Gesicht. Ich persönlich präferiere es, wenn mein Gesicht tatsächlich auch noch ein bisschen natürlich aussieht, sprich, wenn so ein paar Rötungen durchscheinen, wenn ein paar Muttermale und Sommersprossen auch noch zu sehen sind. Ich finde, das ja, sieht dann halt alles noch ein bisschen mehr nach Haut aus. Die lässt sich aber richtig klasse einarbeiten, also das ist eine ganz, ganz dankbare Foundation, würde ich jetzt mal so sagen. Die hält auch wirklich lange und ich mag die auch sehr, sehr gerne. Ich hatte die auch schon mal in einer anderen Farbe, da hat die mir nicht so gut gefallen, weil die einfach zu gelbstichig war. Das funktioniert nicht. Ich weiß gar nicht, vom Hautton her würde ich mich als neutral bezeichnen. Also ich bin nicht gelbstichig, ich bin aber auch nicht rosa unterwegs. Deswegen ist das alles bei mir eher neutral. Und die verschmilzt wundervoll mit der Haut. Also wenn man auch näher sich das anschaut, dann sieht man halt nicht, dass ich Foundation trage, obwohl die von der Konsistenz her ja so pastig ist. Das ist wirklich toll, ne? Ja, ich mag die gerne. Und hier reichen mir persönlich auch einfach zwei Pumphübe aus dem Flakon, um eine relativ leichte Deckkraft zu haben.
Als Concealer verwende ich den Studio Pro Total Coverage Concealer und den habe ich hier in der Farbe 100. Das ist dieser hier. Ich finde hier tatsächlich den Auslass, um das mal so zu sagen, total unangenehm. Also ich mag das nicht, weil du gibst ihn dir dann sowieso dann auf das Schwämmchen und arbeitest dir das ein, aber es ist nicht so gut zu portionieren, weil der dann so rausschießt und so. Naja, auf jeden Fall arbeite ich den jetzt einfach mal unter meinen Augen ein und um meine Augen drumherum, weil ich den auch als Lidschattenprimer verwende. Alle Produkte sind natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Schau da gerne mal vorbei, da stehen auch manchmal einfach ein paar Infos, ein paar Links, vielleicht auch mal ein Code oder sowas, falls ich vergesse, den im Video einzublenden. Dann kann man nämlich nochmal so ein bisschen agieren. Der Concealer ist super, super krass abdeckend und ich finde den auch vom Produkt her gut und auch von der Konsistenz her gut, weil er sich hier super ausblenden lässt und oder einblenden, umblenden, hin und her blenden, verteilen, wie auch immer. Und sich auch wirklich mit dieser Foundation-Farbe super verträgt. Also die beiden in Kombi sind bei mir echt perfekt. Ich finde halt hier nur diesen Auslass ein bisschen unpraktisch. Der ist auch echt krass gut geeignet, um so Rötungen abzudecken, falls man das gerne möchte. Also die werden schön abgedeckt, aber nicht überdeckt in dem Sinne, dass sie zu sehr betont werden. Also ich mag den. Dadurch, dass der Concealer auch so krass abdeckend ist, wird er natürlich auch so ein bisschen meine untere Augenpartie austrocknen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich merke das jetzt auch schon, dass ich so ein paar Trockenheitsfältchen bekomme. Aber da werde ich nachher nochmal, nachdem ich mit dem Puder drüber gegangen bin, mit dem feuchten Schirmchen, einfach noch ein bisschen drüber gehen, damit mir das halt nicht allzu sehr in die Falten reinkriecht. Und ja, ansonsten gefällt mir meine Base schon mal ganz gut, oder? Das Puder, was ich verwenden werde, ist dieses hier. Das ist eigentlich nur ein Under-Eye-Brightening-Powder in der Farbe Fair-Light. Ich werde das aber tatsächlich für mein komplettes Gesicht verwenden. Das hat so einen kleinen Spiegel mit drin. Das hat eine kleine Puderquaste mit dabei. Und ich habe es noch nie verwendet, deswegen mache ich es jetzt mal auf. Ich werde dafür einen Pinsel verwenden. Das ist die Nummer 3 von diesem Crystal BH Cosmetics Pinselset, den ich wirklich gut finde. Ich mag diese Pinselform, wenn es halt vorne so ein bisschen zusammengedrückt und recht fest ist. Da gehe ich hier einfach mit dem Pinsel in das Puder rein, klopfe das so ein bisschen ab und sette damit zum einen erstmal meine untere Augenpartie und auch auf meinem Auge den Concealer. Das hat schon mal einen schönen Weichzeichner-Effekt. Also das ist hübsch, ne? Ja. Und auch wenn das Puder halt so ein bisschen gelblich ist, funktioniert es jetzt eigentlich gerade in Kombination ganz gut. Ich finde es immer so witzig, wenn ich einfach mich in dem Hautton oder in meinem Hautton schminke, was ich jetzt ja auch habe, und dann meine Ohren angucke. Weil die passen einfach nicht zu meinem Gesicht, ne? Ich habe auch schon mal eine Zeit lang versucht, die zu überschminken, dass ich da auch Foundation drauf mache und so. Aber das funktioniert einfach nicht mit meinen Haaren, weil dann werden meine Haare ja auch irgendwann voller Foundation sein. Das macht keinen Spaß. Deswegen lasse ich sie, wie sie sind. Dieses rötliche Peach. Genau. Ja, aber wie gesagt, ne? Puder 1A hat einen schönen Weichzeichner-Effekt gegeben und man kann sich das auch wirklich über das komplette Gesicht geben, braucht da keine Last haben. Finde ich 1A. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Mrs. Bella Produkt. Und zwar habe ich mir die Blush-Palette Peachy geholt. Das ist dieses hier. Und das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Ach, guck mal. Ich glaube, ich habe ein Autogramm von Bella hier drauf. Ich habe das nämlich bei BH Cosmetics selber bestellt. Das sehe ich ja jetzt erst. Geil, habe ich das auf den anderen Produkten auch. Yay! Leute, ich glaube, ich weiß nicht, ist das ein Originalautogramm? Nein, das wird die ja nicht überall gemacht haben, oder? Ist das auf allen Umverpackungen drauf? Also die Umverpackung kommt safe niemals weg. Wenn das ein echtes Autogramm ist, ne? Weiß ich nicht, weil das B ist halt hier. Sieht man hier ja, da ist, ne? Sieht das so aus, als hätte der Stift so ein bisschen versagt. Und wenn ich das bei anderen Paletten mir angucke, ist das tatsächlich genauso. Also das sind halt immer genau die gleichen Autogramme. Ja gut, es ist ein aufgedrucktes Autogramm, aber immerhin, ich finde es cool. Das finde ich echt süß gemacht. Okay, ja. Ne? Ich habe mir die Peachy Palette ausgesucht, weil ich einfach finde, dass die am besten zu mir passt. Ich mochte jetzt die andere, die Pink, nicht so gerne, weil da auch ein Ton mit bei war, dieser ganz starke Pinkton, den ich safe nie verwenden würde. Und hier haben wir die drei Peach-Töne, die kann man entweder solo verwenden, die haben jetzt auch so keine eigenen Namen, oder man verwendet sie in Kombi, wie man das halt gerne möchte. Die sind halt richtig krass pigmentiert, ne? Das ist schon intensiv. Das finde ich heftig. Krass.
Ja, hammermäßig. Gut, ich habe mir hier auch einen Blushpinsel ausgesucht, der kommt aus dem, ich glaube, Midnight Pinselset von BH Cosmetics. Der ist glaube ich, eigentlich eher so ein Highlighter-Pinsel oder sowas. Ich werde ihn jetzt einfach mal verwenden und mir die mittlere Farbe aufgeben. Wow, da kommt trotz Abklopfen ordentlich was auf den Pinsel. Und jetzt mit dieser hellen Base, weil ich einfach, ne, hell bin, wirkt es auf jeden Fall nochmal intensiver. Also ich setze mir das vor allem punktuell hier unten drunter und blende es dann nach hier oben aus und auch ein bisschen nach vorne. Ich blende ihn jetzt mal mit dem festgebundeneren Pinsel ein bisschen mehr aus. Genau, weil mir das dann doch etwas zu intensiv von der Farbabgabe her war. Aber er ist schön. Der ist wirklich schön. Holla die Waldfee. Der gefällt mir. Der ist matt. Also da, oh, da ist der Schimmer drin. Nee, das sieht schon matt aus, ne? Aber schön. Okay, ich gebe mir jetzt auf die andere Seite ganz vorsichtig den etwas dunkleren Ton. Oh, ja. Hammer. Da kommt gerade richtig viel auf den Pinsel drauf. Hilfe! Den tupfe ich mir erstmal nur ganz vorsichtig auf. Der ist ja intensiv, aber für mich tatsächlich zu dunkel. Das, ne? Ja, ich nehme mal das Pigment von dem Blushpinsel hier runter. Da habe ich natürlich hier so ein BH Cosmetics Pöttchen, wo man das drin machen kann. Und dann blende ich mir den mit dem helleren Ton hier einfach mal aus, weil das ist ja ein bisschen viel. Das ist ordentlich pigmentiert. Also das ist schon richtig krass, was hier gerade passiert in meinem Gesicht. Aber ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne, wenn man halt auch Produkte hat, die man sieht, ne? Also ab und an mal einen subtilen Blush, ja, aber gerne auch mal, dass man den Blush sieht, dass man dieses Errötete sieht. Doch, wird gleich auch noch ein bisschen ausgeblendet dadurch, dass ich Bronzer auftrage, also von daher ist alles gut. Aber das ist schon intensiv, das muss man ihm lassen, der ist krass. Ja, süß. Da hat die aber ordentlich hier was rausgebracht. Das muss man ihr lassen. Das ist schon eine coole Palette. Safe. Okay, als Bronzer habe ich jetzt einen. Den habe ich schon etwas länger da. Den verwende ich jetzt, den Brilliance Bronzer in der Farbe Bronze Babe. Und der ist halt auch relativ warm. Das darf man nicht vergessen, dass der recht warm ist. Und sehr, 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 sehr krass pigmentiert. Auch den gebe ich mir mit einem Pinsel aus diesem Crystal Set auf. Das ist die Nummer 1, das ist eigentlich der Puderpinsel. Das liegt ganz einfach daran, dass ich versuchen wollte, nur wenig Produkt aufzunehmen, weil der halt wirklich intensiv ist. Und dafür so ein Pinsel halt echt gut ist. Auch hier habe ich einen Spiegel mit bei. Und dann wärmen wir das Gesicht mal ein klein wenig auf. Gut abgeklopft. Das ist ein sehr... gut pigmentierter und sehr staubiger Bronzer, da muss man halt echt aufpassen, weil man sieht, wie sehr er krümelt, ne? Einen leichten Schimmer hat er auch mit drin. Das lässt die Haut dann auch ein bisschen mehr wie Haut aussehen, was ich immer sehr charmant finde. Wenn ein Bronzer halt, ich meine jetzt nicht Glitzer, ne, sondern halt wirklich leichten Schimmer mit drin hat. Dadurch, dass ich jetzt echt sehr grobmotorisch über mein Gesicht drüber gefluffelt bin, habe ich hier so ein paar Flecken, die ich mal kurz wegmachen muss. In der Kamera sieht es so aus, als hätte ich eine voll fleckige Stirn, aber die habe ich eigentlich gar nicht. Durch den intensiven Bronzer ist der Blush ein bisschen verloren gegangen, deswegen habe ich mir den jetzt noch ein ganz kleines bisschen aufgebaut. Und jetzt kommen wir zum Highlighter. Da habe ich mir diese Highlighter-Palette ausgesucht, das ist die Goldie-Palette. Also die hat tatsächlich auch nur die eine, also nur ist gut, da sind drei verschiedene Highlighter-Töne drin. Und die Highlighter haben alle Namen, das finde ich voll super. Die Folie hier abmachen. Ich bin in Glow reingeditscht. Ich bin ein Trottel. Oh nein. Ja, ich bin jetzt leider in Glow ganz blöd reingekommen. Aber das sind die verschiedenen Highlighter-Farben. Wow. Also Gleam, den hier, den kennen wir schon aus der Mrs. Bella Nummer 2 Palette. Boah, sind die butterweich. Oh, krass. Dann swatchen wir mal Glow, Glisten und Gleam. Also das fühlt sich ja hart an. Also hart weich, also... mega weich, mega krass geil. Das ist wunderschön gerade. Glow, wow, Glisten und Gleam. Oh mein Gott,
Ist das schön. Leider werde ich den goldenen, der so duochrome-mäßig aussieht, den Glisten, eher weniger tragen können, weil er mir zu gelb sein wird. Okay, ich gebe mir jetzt tatsächlich einmal Glow auf, das ist der hellste hier. Oh, da wird richtig viel Produkt gegriffen. Ich klopfe den mal ein bisschen ab, ne? Dann trage ich den mir hier auf. Boah. Hammer. Ist der schön. Das ist also für mich mit meiner hellen Haut wirklich der perfekte Highlighter, weil der wirklich mit dem Gesicht verschmilzt. Es ist nicht so, wenn man von vorne guckt, dass man hier irgendwie was Dunkles oder einen Balken oder so sehen würde. Deswegen, ich blende den auch immer so ein bisschen aus, damit es halt nicht so balkenmäßig aussieht. Das sieht so schön aus. Mega schön. Krass. Okay, auf die andere Seite gebe ich mir den Gleam. Das ist dieser hier, den kennen wir ja eigentlich schon aus der Mrs. Bella Palette The Dark Side. Aber da fand ich den auch schon echt schön. Richtig, richtig schön. Das ist mehr so ein Erwachsenen-Glow und weniger ein Highlighter von einem Party-Make-up, sage ich mal. Da ist eher Glow mein Favorit. Also ich liebe beide, aber den Glow, den würde ich safe immer gerne tragen. Hammer. Deswegen gebe ich mir auch Glow jetzt so ein bisschen auf die Nasenspitze, auf die Nase-Rückengeschichte. Hier. Mega. Mega. Dann werden wir uns jetzt mal um meine Augenbrauen kümmern. Da habe ich von BH Cosmetics den Studio Pro HD Brow Pencil und zwar in Blond. Das ist dieser hier. Der hat auf der einen Seite einen Spoolie und auf der anderen Seite eine Mine zum Hochdrehen, die super fein ist. Dann zaubern wir uns mal Augenbrauen. Also die Farbe ist echt passend. Ja, also ich würde sagen, das Ergebnis spricht für sich. Es ist einfach meine Farbe und ich mag die richtig gerne, die Farbe. Doch, gute Geschichte. Kommen wir nun zu dem Produkt, was ich jetzt als Herzstück dieses Videos bezeichne. Eigentlich ist es immer das Herzstück von Schminkies und zwar die Mrs. Bella All Eyes on You Palette und damit die dritte Lidschattenpalette von Mrs. Bella in Kooperation mit BH Cosmetics. Diese Palette kannst du auch in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich entferne jetzt die Umverpackung und habe hier die Lidschattenpalette. Die besteht aus matten und schimmernden Tönen und es sind insgesamt 8 Töne. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich ein sehr roséfarbenes Augen-Make-up schminken. Ich glaube, Take Care muss ich nicht unbedingt swatchen, aber die anderen werde ich euch einfach mal swatchen. Cash, Baby Girl, Damn und You Wish. Sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Einigermaßen verspielt, aber halt auch irgendwo erwachsen. Das ist so ein Zwischending, weil ich finde, es ist nicht nur Pinky Barbie Girl, sondern es hat auch was Erwachsenes mit dabei. Und hier haben wir Scorpio, Shorty und Next. Da bin ich echt gespannt, was man aus den Tönen zaubern kann. Mit Take Care werden wir zunächst mal hier die Augenlider setten. Die Farbe Baby Girl gebe ich mir jetzt mal ganz mutig auf mein komplettes Lid. Also erstmal hier so aufs Bewegliche und dann blende ich das auch schon so ein bisschen in die Lidfalte mit rein. Das funktioniert schon mal ganz gut, würde ich sagen. Sieht echt spannend aus, finde ich, ne? Die Farbe Next nehme ich mir jetzt vorsichtig auf und setze mir sie zum einen an mein äußeren, in mein äußeres Drittel, aber auch in mein inneres Drittel, um so einen Halo-Effekt zu machen. Das funktioniert echt toll, weil die Farben sich so schön verblenden lassen. Ich verbinde die hier auch in der Lidfalte ganz, ganz sanft mit den Resten vom Pinsel miteinander. Dann nehme ich mir wieder meinen Blenderpinsel, gehe in die Farbe Baby Girl, wie eben auch, und verblende das Ganze hier in der Lidfalte. Nun gehe ich hier in die Farbe Cash. Den setze ich mir genau in die Mitte. Mit den Resten vom Pinsel gehe ich unter meinem Augenbrauenbogen entlang. Dann gehe ich jetzt mal in die Farbe Scorpio. Und den setze ich mir, ebenfalls Halo-mäßig,
an den unteren Wimpernkranz, und zwar zum einen am äußeren Drittel und am inneren Drittel. Jetzt habe ich ihn mir ganz drunter gesetzt. Super. Ich wollte nämlich ganz gerne die Farbe Shorty jetzt mit diesem Pinsel aufnehmen. Das ist übrigens aus so einem Augenblender-Set von BH Cosmetics einer, die Nummer 5. Und den setze ich mir genau in die Mitte, genau quasi unter Cash. So, dass man auch am unteren Wimpernkranz einen leichten Halo-Effekt hat und somit es komplettiert. Ne? Das ist ein leichter Effekt, aber es ist ein Effekt. Meinen Innenwinkel möchte ich ein kleines bisschen highlighten und dafür nehme ich auch wieder Cash. Wirklich nur ganz dezent, weil ich finde, bei einem Halo-Eye brauchst du deinen Innenwinkel-Highlight jetzt nicht ganz so intensiv setzen. Einfach dezent, weil das Highlight soll ja quasi auf der Mitte des Auges liegen. Doch, also das ist schon eine schöne Palette, muss ich sagen. Die hat jetzt super leicht funktioniert und hat ein schönes Ergebnis geliefert, würde ich mal so sagen. Das gefällt mir. Fixieren werden wir das Ganze mit dem Paradise Refresh Face Mist. Das ist das Refreshing Spray. Kannst du aber auch nehmen, um dein Make-up entsprechend zu fixieren oder alles miteinander verschmelzen zu lassen. Und das ist neu. Da gibt es auch verschiedene Versionen von. Das ist das Refresh Spray. Das heißt, du kannst es auch über den ganzen Tag hinweg noch weiter verwenden. Gucken Sie den Sprühkopf mal an. Oh, fein. Riecht sehr tropisch, also hat auch tatsächlich was von Kokos, aber wir kriegen es hin, hoffe ich. Super angenehm vom Sprühnebel her und von dem, wie es sich auf der Haut anfühlt. Ich gehe dann gerne nochmal mit dem Beauty-Schwämmchen über das Gesicht. Vor allem an den Stellen, wo das Make-up oder wo die Foundation so ein bisschen creasen könnte, gehe ich dann nochmal etwas intensiver drüber. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Also mir gefällt das jetzt mega. Jetzt fehlen nur noch zwei sehr essentielle Geschichten. Und zwar Mascara und die Lippen. Und wir fangen an mit der Mascara. Da habe ich hier die Stella Lash Mascara. Stella Lash halt, ne? Hat ein Kunsthaarbürstchen, was an viele verschiedene Formen erinnert. Also außen dick, innen dick, in der Mitte dünn. Riecht angenehm. Und dann schauen wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Huch! Also, was ist das denn? Finde ich wahnsinnig cool. Also, das gefällt mir richtig, richtig gut, was die Mascara mit meinen Wimpern macht, oder? Die verlängert, die verklebt nicht, die gibt Volumen und Schwung und voll die Länge. Hammermäßig. Also, macht richtig Klimperwimpern. Und dann hat man auch noch hier diesen Halo-Effekt auf dem Auge mit dabei. Dann ist alles ja nochmal ein bisschen intensiver. Gefällt mir mega gut. Also da brauchst du also wirklich keine künstlichen Wimpern mit der Mascara, oder? Jetzt auch nochmal aus der Ferne. Also ich finde schon, dass das alles sehr, sehr stimmig aussieht. Jetzt kommen wir tatsächlich zu den Lippen. Denn da hat Mrs. Bella ja auch in Kooperation mit BH Cosmetics verschiedene Lipglosse rausgebracht. Und ich liebe Lipglosse. Ich habe mir tatsächlich zwei gekauft. Das ist einmal No Side Chick und Notice Me. Das sind diese zwei hübschen. Und die werden wir jetzt mal einfach beide uns anschauen. Ich fange mal an mit Notice Me, weil der, glaube ich, ein bisschen heller ist. Das ist also eine schöne Verpackung hier oben, so Halo-mäßig. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an XX Revolution. Da hatten wir auch diese Halo-Verpackung. Lip Gleam. Das riecht nach Kirmes. Winzig kleines Füßchen. Das hört sich interessant an. Also überhaupt nicht dieses super klebrige Gefühl, was man normalerweise bei Lipgloss hat. Es ist super, super leicht auf den Lippen. Fühlt sich fast schon wie so ein pflegendes Lippenöl oder sowas an. Extrem angenehm. Und die Farbe, die ich jetzt drauf habe, ist halt einfach super universell. Also das kannst du ja zu allem tragen. Das ist ganz egal, ob du intensiv oder dezent geschminkt bist. Das ist echt schön. Das war Notice Me. Beachte mich. Ja. Oh.
Finde ich schön. Also das ist eine tolle Farbe. Die würde jetzt auch tatsächlich zum Look sehr gut passen. Ja. Weil die halt auch diese Goldpartikel mit drin hat, die sich auch im Look widerspiegeln und gleichzeitig halt so ein bisschen zurückhaltend ist, weil das Augen-Make-up ja sehr ausdrucksstark ist. Den mag ich gerne leiden, den Lipgloss. Nehmen wir uns mal ein Handtuch und machen das Ganze wieder weg. Das ist immer so schade, wenn man Lipswatches macht, Leute. So, dann gucken wir uns No Sidekick an. Ja, der ist sehr, sehr ähnlich, aber ich glaube, dass der tatsächlich pigmentierter sein wird. Sieht aus wie ein ganz normaler nudefarbener Lipgloss. Mal gucken. Der riecht genauso. Das ist toll. Es riecht wirklich wie dieser Zuckerwattestand oder dieser Süßigkeitenstand, wo man auch kandierte Äpfel bekommt bei der Kirmes. Oh. Also der Auftrag ist echt super leicht, weil die Füßchen halt so klein sind. Dafür muss man aber häufiger in das Pöttchen rein, um Farbe rauszuholen. Den finde ich auch schön. Der ist aber nicht so zurückhaltend wie der erste, den ich hatte. Aber dennoch zurückhaltend, weil sehr, sehr nude-farben. Deswegen würde er auch zum Look passen, finde ich. Weil es halt wie natürliche Lippenfarbe ist, ne? Als hätte ich quasi gar nichts auf den Lippen drauf. Auch der fühlt sich schön an, aber ich finde, dass der hier sich schöner auf den Lippen anfühlt. Der fühlt sich mehr, weil der halt wahrscheinlich auch weniger Pigment drin hat, ne? Fühlt der sich dann auch ein bisschen leichter an, der Notice Me, und der No Side Chick ist dann ein bisschen, man fühlt ihn halt so ein bisschen. Man merkt, dass man was auf den Lippen hat. Also du hast keine Fädengeschichte, du hast das alles wirklich sehr harmonisch, sehr, sehr schön, und ich finde, dass das hier eins der besten Full Face One Brand Ergebnisse ist, die ich so in meiner Reihe bislang gemacht habe. Mir gefällt das Ergebnis richtig, richtig gut. Ja, die Produkte haben 1A miteinander harmoniert und BH Cosmetics hat hier richtig geile neue Produkte auf den Markt gebracht. Also sowohl das Setting Spray oder das Refreshing Spray als auch der Primer sind eine ganz coole Nummer. Die Produkte, die ich schon vorher hatte und schon kannte, finde ich klasse. Also hier wird halt auch tatsächlich alles safe in der Sammlung bleiben, ne? Die Produkte von Mrs. Bella sind extrem gut geworden. Also Hut ab auf jeden Fall, und ja, ihr Lieben, das war auf jeden Fall mein Video. Denkt an die Verlosung, alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!